Der Weg zu diesem Wohntraum auf dem 14 Hektar großen Grundstück war ziemlich aufwendig. Um die Umgebung richtig kennenzulernen, campt Christian auf dem Gelände. 3 Jahre lang, jedes Wochenende. Das Ergebnis? Ein ausgeklügelter Bauplan. Mit dem alten Findling im Zentrum des Hauses. Alle wollten die Kurven rausnehmen, alle wollten es einfacher bauen. Bis dann eigentlich eine kleine Zimmerei in der Schweiz gesagt hat, nein, genau auf das spezialisieren wir uns. Wir machen vorfabrizierte Häuser nach Kundenwunsch. Der Plan? Die Schweizer Handwerker schicken den Hausbausatz per Schiff und kommen später zum Aufbauen nach. Doch es kommt anders. Die Bauelemente kommen zwar an, aber keine Handwerker. Wegen Corona schließen die USA zu der Zeit ihre Grenzen. Die Folge: Christian muss selbst ran. Für den Architekten ohne spezielle Handwerker-Skills mutiert der Hausbau zu einem Do-it-yourself-Crash-Kurs. Sein Vater Hans Rudi, Cousin Uli und ein befreundeter Schreiner aus Brooklyn unterstützen ihn dabei. Wir haben das zu viert zusammengesetzt innerhalb von 2 Wochen. Auch die Bodenplatte gießt Christian mit ein paar Locals selbst. Beim Einsetzen der Fenster setzt er auf YouTube-Tutorials, einen gemieteten Kran und die Hilfe von Freunden und der Familie. Dass ich dann selber ein ganzes Haus bauen werde, war nicht der Plan, aber das Schicksal der Pandemie hat mir das erlaubt und ich bin sehr froh, es einmal im Leben für meine Familie zu machen. Nach 3 Jahren Bauzeit kann die Familie im Sommer 2022 endlich in ihren Wohntraum einziehen. Und der sieht nicht nur gut aus, er ist auch richtig energieeffizient. Unser Dach ist alles mit Solarzellen bedeckt, welche mehr Strom produzieren, als das Haus je braucht. Wir produzieren ca. 18.000 Kilowattstunden im Jahr und das Haus selber braucht nur 8.000. Die überschüssige Energie speist Christian ins örtliche Stromnetz ein. Hier unten haben wir auch direkt auf den Felsen gebaut unseren Technikraum. Auf der Seite haben wir erst den Boiler für das normale Wasser im Haus und dann der geothermische Tank auf der Rückseite. Also das ganze Haus ist gekühlt und geheizt mit Geothermie. Anders als Wind- und Sonnenenergie ist Geothermie immer verfügbar. Das Haus zapft dabei den Wärmespeicher an, der hunderte Meter tief unter der Erdoberfläche liegt. Also ein energieeffizientes Haus, in dem der alte Felsen die Hauptrolle spielt. Nach der nervenaufreibenden Bauphase ist Christian vor allem eins: mächtig stolz. Ich habe schon beim Baubeginn oder beim Entwurfsbeginn gewusst, es wird ein spezielles Gebäude für uns als Familie. Aber erst dann mit dem Bauen wurde es dann wirklich immer mehr zum Traumhaus, wo wir auch mit den Kindern auf ihre Wünsche eingehen konnten und auch ich als Architekt einmal alles machen konnte, was ich mir immer gewünscht habe. Weiter geht's mit beeindruckenden Wohnträumen. Wohnen wie im Mittelalter in einem fast 700 Jahre alten Turm. Und ein Haus wie ein gläsernes UFO, das immer perfekt zur Sonne ausgerichtet ist. Gleich bei Galileo. Unser Explorer-Team entdeckt die spektakulärsten Wohnträume der Welt. Vom Leben wie im Mittelalter bis zum futuristischen Lifestyle. Und zwar immer perfekt zur Sonne ausgerichtet. Mitten in den Schweizer Alpen. Für unseren nächsten Wohntraum geht's aber erstmal zurück in die Vergangenheit. Ein alter Wachturm zum Schutz der Bevölkerung, verwandelt in einen unvergleichlichen Wohntraum. Unser Explorer-Team reist nach Oberwesel. Die Kleinstadt am Rhein steckt voller Relikte aus dem Mittelalter. Es sind insgesamt 16 Türme hier in der Stadt. Einer davon ist der Katzenturm. Ich glaube, der da vorne ist es. Genau der ist es. Aber wie lebt es sich in so einem alten Wachturm? Fragen wir doch mal den Turmherrn. Ich bin Thorsten und wohne mit meinem Mann Micha im Katzenturm in Oberwesel. Tiny House war ein Thema, was uns immer gereizt hat. Wir lieben diese historischen Gebäude und jetzt haben wir beides. Tiny House und ein historisches Zuhause.
Der fast 700 Jahre alte Wehrturm steht auf der alten Stadtmauer. Von dort aus bewachten Wachposten früher den Stadtkern von Oberwesel. Hallo? Wie es sich hier heute lebt, will Explorer Daniel jetzt herausfinden. Ah, da ist er. Thorsten, hallo. Hi Daniel. Schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Und hier ist gleich so der Empfangsbereich. Genau, ich war eigentlich eine spontane Idee. Wir hatten, glaube ich, vor 2 Monaten unsere Einweihungsfeier. Da haben wir den Tisch hingestellt und seitdem steht er hier und macht einen guten Eindruck. Mhm. Cool, überall Kunst. Ja, sieht so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland aus. Der Weg zum Eingang führt direkt über die alte Stadtmauer. Auf dem gerade mal 177 Quadratmeter großen Grundstück nutzen die Bewohner jeden freien Fleck. Dabei scheint der Name Katzenturm Programm zu sein. Was hat es eigentlich mit den Katzen auf sich? Warum heißt es hier Katzenturm? Genau, es ist kein Katzenturm, wir sind keine Katzenmessis. Geschichtlich gesehen war hier mal der Graf von Katzenelmbogen angesiedelt. Der war Edelbürger von Oberwesel, der hatte hier ein großes Anwesen. Und daraufhin liegend ist der Name Katzenturm entstanden. Der Name ist wohl auch das Einzige, was Einrichtungsdesigner Thorsten von dem Vorbesitzer aus längst vergangenen Tagen behalten hat. Zumindest im Inneren. 3 runde Etagen plus einen Anbau für die Küche gibt es hier. Jedes Stockwerk hat sein eigenes Motto. Was allerdings alle gemeinsam haben, die Themen Heimat und Natur. Jede Etage im Turm ist 9,5 Quadratmeter klein. Wir starten unsere Tour auf der untersten Wohnebene, im Erkerzimmer. Ich habe gedacht, der wäre ein bisschen größer. Yeah. Also von außen halt, aber die Außenwände müssen ja extrem dick sein. Nochmal, das geht dann auf die Wohnfläche, ne? Im Turm wohnen kann ja auch vielleicht ein bisschen was Enges sein. Und wir haben ja auch jetzt nicht viele Öffnungen, viele Fenster. Aber durch diese Deckenhöhe bekommen wir halt diese Leichtigkeit dann auch wieder rein. Die dicken Gemäuer haben aber auch einen klaren Vorteil. Sie schirmen den Verkehrslärm von draußen ab. Der Turm steht nämlich direkt an der Hauptstraße. Und direkt neben Bahngleisen. Es ist wahnsinnig cool und alles total modern. Aber wie war das denn ursprünglich, als ihr den Turm übernommen habt? Wie sah es denn hier aus? Mhm. Also es hatte so ein bisschen 80er Jahre Ferienhaus-Charakter. Es war, sag ich mal, sehr holzlastig, sehr neutral, sehr weiß gestaltet. Und uns macht es halt aus, sehr farbenfroh zu sein. Und deshalb haben wir auch jetzt hier den vorhandenen Boden rausgemacht. Und diese Fliesenreihen, das sind Betonfliesen im alten Gaudi-Muster. Das Highlight, der Erker, ein echter Lieblingsplatz. Für die Wärme im Turm sorgt dieser Holzofen. Zusätzlich verfügt der Wohntraum über eine Gasheizung mit Heizkörpern auf allen Ebenen. Hier hast du den Blick halt in das Mittelrheintal. Und hier kann man dann wirklich ganz entspannt abends sitzen und zuschauen, wie die Schiffe vorbeifahren. Weiter geht's. Raus aus dem Turm und rein in den Küchenanbau. Den verdanken die heutigen Bewohner ebenfalls einem der früheren Eigentümer. Das Anbaujahr 1950. Dieser Küchentraum ist das Ergebnis einer Mammutaufgabe. Wir haben hier sehr viel gemacht. Du musst dir vorstellen, hier waren so Fliesen aus den 90ern in Terrakotta, wie man sie hatte. Und wir hatten hier auch eine Zwischendecke drin, eine klassische Rigipsdecke. Und das haben wir alles entkernt, damit der Raum einfach heller, luftiger wird. Die schlauchförmige Küche ist 8 Meter lang und 1,80 Meter schmal. Bei den Maßen ist jedes einzelne Möbelstück hier eine Maßanfertigung. So wie dieses S-Brett. Ja, eigentlich war das so eine Idee, hier einen schnellen Arbeitsplatz zu haben für das Laptop. Und die Platte hat der Nachbar, unser Schreiner, für uns zugeschnitten und mittlerweile essen wir hier zu Frühstück, zu Mittag, zu Abend. Ja, es hat sich wirklich so zum wunderschönen Essplatz ergeben und haben natürlich den schönen Blick direkt auf den Rhein. Die individuellen Wandmotive über der Küchenzeile stammen von Thorstens Freundin Mareike. Bei Einrichtungsfragen tauscht er sich gerne mit ihr aus. Jetzt kommt die Illustratorin auf einen kleinen Plausch vorbei. Zusammen erkunden wir den nächsten Spot, den kleinen Küchenbalkon, auf dem letzten Stückchen Stadtmauer hinter dem Anbau.
Mareike, wie war deine erste Reaktion, als Thorsten erzählt hat, er will mit Micha hier in den Turm ziehen? Abgefahrenes Projekt. Ich meine, so ein Turm ist schon was total Einzigartiges. Allein das dicke Mauerwerk, aber dann auch so Größe, Fläche und auch eine Herausforderung, sowas zu gestalten als Wohnhaus. Wobei Mareike auch schon mal cool gewohnt hat. Ein Jahr, glaube ich? Es war ein halbes Jahr, genau. Ein halbes Jahr in der Burg gewohnt. Ja, also ein bisschen Turmerfahrung habe ich sozusagen auch. Also alte Gemäuer sind mir nicht fremd. Echte Mittelalter-Profis, die beiden. Was jetzt kommt, gab es ganz früher, aber noch nicht. In 20 Sekunden wird hinter dir ein Zug entgegenkommen und dieses Erlebnis solltest du unbedingt mitbekommen, weil du könntest dem Zugführer, wenn du möchtest, gleich winken. Okay. Ja, das ist der Zug, der in die Schweiz fährt, von Hamburg-Altona. Wahnsinn, wie extrem nah das ist. Wie war das von der Umstellung her, so nah an der Bahn zu wohnen? Man legt dann einfach ab, ne? Will man jetzt ein besonderes Wohnerlebnis, will man diesen Turm. Und dann nimmt man natürlich auch sowas wie die Bahnlinie in Kauf. Und es kommt auch ein bisschen auf die Einstellung drauf an. Wie gemütlich das Turmleben trotz extremer Bahnnähe ist, will Thorsten unseren Explorern auf der nächsten Ebene des Turms zeigen. In der Chill-Out-Zone. Für ihren Katzenturm haben die Turmherren etwa so viel gezahlt wie für eine Drei-Zimmer-Wohnung in vergleichbarer Lage. Nur lebt es sich hier eben etwas anders. Was mir auffällt, so für ein Wohnzimmer, für mich gehört eine Couch rein. Ja, für mich auch. Dann musst du mir nur erklären, wie wir die hier hochbringen sollen. Achso, das ist so nicht möglich, die hier die Treppe hoch zu manövrieren, oder wie? Ja, deshalb war die Möbelauswahl auch ein bisschen eingeschränkt von dem, was wir überhaupt vom Packmaß hier nach oben bringen können. Und deshalb haben wir uns für diese Relax-Sessel entschieden. Ganz cool, so ein bisschen wie Oma und Opa früher, ne? Die hatten auch so irgendwie gefühlt immer Sessel. Ja, und hier sitzen wir dann abends. Wenn du magst, kannst du mal probieren. Ja, probieren wir doch mal aus, oder? Wie Oma und Opa, hast du gesagt. Ja, ist schon gemütlich auf jeden Fall. Und weiter geht's mit der Erkundungstour. Im dritten Stock erwartet unser Explorer-Team das Schafzimmer. Ja, und wenn man nicht schlafen kann, kann man sie zählen auch. Ne? Ja, aber es kommt immer die gleiche Zahl raus. Bei dieser Atmosphäre schläft es sich bestimmt trotzdem wie auf rosa Schafwolken. Der Bettrahmen verschwindet unter grauem, gestricktem Stoff und die passende Wolldecke ist auch am Start. Die Schafe stecken hier buchstäblich in jedem Detail. Was hat es damit auf sich, also diese Leidenschaft für Schafe? Ich hatte als Kind immer ein Schaf und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal einen Schäfer an, ob ich da helfen kann, ein Praktikum machen kann. Mit den Schafen ist es so bei mir, dass es mich total erdet, mir total viel Energie bringt und auch manchmal schon Lebensfragen beantwortet haben. Ja. Und deshalb sind diese Schafe so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden. Eine Etage höher gibt es Raum für noch einen wichtigen Bestandteil in Thorstens Leben. Dort befindet sich eine spektakuläre Panoramaterrasse. Wir hatten überlegt, ob wir eine Sauna hinbauen oder einen Taubenschlag für Micha. Und ja, jetzt ist mein Sommeratelier geworden. Aktuell ist es eigentlich der perfekte Turm. Jetzt sind wir eigentlich froh, auch das jetzt einfach genießen zu können. Vom Leben in einem Relikt längst vergangener Tage reist das Explorer-Team zu einem Wohntraum, der ziemlich futuristisch aussieht. Das erste bewohnte Sonnenhaus der Welt. Grüezi aus der Schweiz. Unsere Explorer machen sich auf die Reise zu einem der ungewöhnlichsten Häuser der Welt. Mitten in den Alpen. Mit im Gepäck ungebremste Neugierde. Dann schaffen wir tatsächlich das im ersten Tag. So steil ist es. Oh Gott. Ist schon sehr weit oben. Okay, krass.
Okay, dann machen wir das einmal mit Schwung. Vollgas. Boah, okay, wie viele Höhenmeter waren das nochmal? Auf 1250 Meter geht es hoch. Hier in dem beschaulichen 300-Seelen-Bergdorf reiht sich Holzhütte an Holzhaus. Aber ein Gebäude tanzt deutlich aus der Reihe. Ah, was ist das? Das ist ein Heliodom. Ein Haus ausgerichtet nach dem Verlauf der Sonne. Und die beiden wohnen hier. Ich bin der Herbert Lötscher aus dem Wallis. Und ich bin Gabriela Lötscher. Mein Beruf ist Möbeltischler und Möbeldesign. Und das ist für uns, denke ich, das größte Möbelstück. Hallo, hallo, die Leute. Guten Morgen. Hallo. Komm mal rein. Herein spazieren. Guten Tag. Gerne. Ich bin gespannt. Ja. Willkommen in Erdmatt. Und so sieht's im Sonnenhaus aus. Das Wichtigste in diesem Wohntraum ist natürlich die große Glasfront. Und die Aussicht, also ihr habt's ja echt schön hier. Ja, einen Fernseher haben wir. Ja. Wir haben keinen Fernseher, so wie im herkömmlichen Sinn, aber das ist unser Fernseher, wirklich. Wechselt auch oft das Bild. Seit 2013 genießen die beiden diesen Ausblick auf die Berge. Und wie sieht's im Inneren aus? Das Zentrum ist der offene Essbereich mit angrenzender Küche. Daneben Schlafzimmer, Bad und Wohnzimmer. Wir beginnen die Roomtour aber mit einem ganz anderen Örtchen. Hier ist eine kleine Toilette. Und das ist auch der einzige Raum, wo wir ein Glasdeckel oben drauf gemacht haben. Die anderen Räume sind nach oben offen. Und hier ist einfach ein kleines, stilles Örtchen. Die individuellen Möbel baut Herbert selbst. Der Schreiner in der vierten Generation scheint dabei eine besondere Vorliebe für Sitzmöbel zu haben. Das Haus hat 80 Quadratmeter, ist nicht sehr groß, aber für zwei Personen genügt's. Hier haben wir ein kleines Relaxzimmer oder Wohnzimmer, wenn man so will. Ja, das ist die Liege für Quereinsteiger. Und macht auch ein bisschen süchtig. Jawohl. Durch den Stuhl bist du ja dann auch hier zur Idee zum Haus gekommen. 2009 durften wir die fertig entwickelte Liege an der Messe Köln präsentieren. Und so stand Erik Wasser mit seiner Idee vom Sonnenhaus gegenüber. Das war, glaube ich, die Geburtsstunde von diesem Haus. Das Heliodom des Erfinders Erik Wasser steht im Elsass. Also der Prototyp dieser Bauweise. Das Grundkonzept, die Sonnenstrahlen im Winter reinlassen und sich im Sommer vor ihnen schützen. Herbert und Gabriela sind die Ersten, die sich so ein Wohnhaus haben bauen lassen. Wir sind mit dem Erfinder des Heliodoms zu einem Video-Interview verabredet. Wie funktioniert die Konstruktion? Die Sonne im Sommer läuft diesen Weg und gibt die Form der Front. Im Winter läuft die Sonne diesen Weg und gibt die Form in dem Dach. Das ist die Grundform vom Heliodom. Bedeutet, im Winter strahlt die Sonne auf die große Glasfront des Heliodoms. Im Sommer dagegen verläuft die Sonne so, dass das Dach die Sonnenstrahlen absorbiert. Wir verbinden uns mit der Natur und was uns die Natur schenkt, das ist geschenkt, aber ist ein Geschenk für sehr, sehr lange. Die Sonne gibt's gratis. Für das Traumhaus dazu zahlt das Paar rund 1 Million Euro. Dann gehen wir noch ins Schlafzimmer. Am Anfang wäre ja geplant gewesen, die Wände bis an die Decke zu ziehen. Aber irgendwie hätte ich das schade gefunden, weil man dann eben diese Sonne, die von der Mitte ausgeht, nicht mehr so sieht. Der Leitspruch zu ihrem Heliodom: Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt sie nichts. Ein Geschenk der Tochter. Aber mal Spaß beiseite. Manchmal braucht es auch eine gehörige Portion Mut und Durchhaltevermögen, um so speziellere Sachen zu verwirklichen oder zu realisieren. Bei einem Heliodom gilt nur eins: Lage, Lage, Lage. Das Grundstück passgenau nach der Sonnenlaufbahn ausgerichtet.
und der Bauplatz passend dazu in den Felsen gesprengt. Dass hier alles stimmt, fühlt unsere Explorerin Caro direkt. Boah, hier drin ist eigentlich echt warm. Ist ja, gut aufgeheizt. Ja. Es wärmt, ja. Eben. Man merkt das wirklich, ja. Die Heizung ist an. Bei einer gewissen Temperatur kann man das so einstellen, dass sich die Fenster dann selber öffnen, dass diese überflüssige Wärme dann auch rausgeht. An kalten Wintertagen ohne Sonnenschein heizen die beiden mit dem Holzofen nach. Bei vielen Sonnenstunden kann es hier aber auch bei Minusgraden viel zu warm werden. Bei minus 10, 15, 20 Grad draußen haben wir hier drinnen plus 30, wenn die Sonne scheint. Und dann kannst du einfach mit dieser Geschichte das regulieren. Wir haben einen Energieverbrauch über das ganze Jahr gesehen, Strom, alles, ein Drittel zu einem konventionellen Haus. Der Betonboden gehört auch zum Wärmekonzept. Er speichert Wärme. Kalte Füße gibt's an diesem Esstisch also nicht. Hier kommen wir zu unserem Herzstück, der Tisch. Was heute der Esstisch der Lütschers ist, waren früher Weinfässer aus 600 Jahre altem Eichenholz. An den Wohnraum schließt die offene Küche an. Die Möbel aus einheimischen Hölzern. Die Arbeitsplatte besteht aus Naturstein aus der Region. Jetzt will das Explorer-Team das Haus auch von außen kennenlernen. Von der Küche geht's direkt auf die Terrasse. Bei der riesigen Glasfront kommt uns ein leidiges Thema in den Sinn. Putzen die Lütschers die vielen Fenster selbst? Meistens ja. Also vor allem die untere Partie, wo wir rausschauen, mache ich schon des Öfteren. Und das geht auch ohne zu klettern wie ein Affe. Und nun gut, ein bisschen putzen für diese Aussicht, ein Deal, den wir auch eingehen würden. Aber wie hat die Nachbarschaft eigentlich auf das ausgefallene Wohnhaus zwischen den traditionellen Häusern und Hütten reagiert? Die Antwort gleich bei Galileo Explorer. Zurück in der Schweiz. Hier wohnen Herbert und Gabriela Lötscher in ihrem Heliodome. Die futuristische Bauweise ihres Wohntraums, perfekt nach dem Verlauf der Sonne ausgerichtet. Doch der Baustil fällt hier zwischen all den Holzhütten ziemlich aus der Reihe. Zündstoff für die Nachbarschaft. Herbert trifft seinen Nachbarn Raphael Locher auf dem Grundstück nebenan. Raffi! Ja! Raphael war zur Bauzeit des Heliodoms Präsident des Gemeinderats. Er fand die Idee gut und hat sich von Anfang an für den Hausbau stark gemacht. Er erinnert sich aber auch noch an andere Reaktionen im Ort. Das Volk hatte schon Bedenken, so etwas Neues, so etwas Modernes. Es ist eben neu und Neues ist immer unbekannt. Aber Herbert hat das nachher gut gemacht. Er hat die ganze Bevölkerung eingeladen zu einem Raclette und zu einem Glas Wein und hat ihnen das Gebäude gezeigt und das Gebäude erklärt. Und heute sind sie eigentlich auch begeistert von diesem Gebäude. Neben den kleinen Holzhütten in Erschmatt sticht das 8 Meter hohe Heliodom auf jeden Fall raus. Aber mittlerweile ist es aus dem Dorf nicht mehr wegzudenken. Also das waren eigentlich so zweieinhalb Jahre so Entscheidungsphase. Wollen wir wirklich? Sind wir überzeugt davon? Ist das nicht ein bisschen zu extravagant so? Aber als dann mal entschlossen war, dann ging es eigentlich anderthalb Jahre. Von der Planung, Baueingabe bis zur fertigen Umsetzung. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Sonnenhaus hat seinen Namen wirklich verdient. Es schont Ressourcen und spart den Bewohnern auch noch viel Unterhaltskosten. In der Lage ein wahres Traumhaus und ein Rückzugsort abseits des Rummels. Also ich glaube, ich darf sagen, wir hatten schon immer einen schönen Schutzengel. Und auch für dieses Haus war er riesig mit breiten Flügeln.